ist etwas anderes. Meine Weltanschauung kann auch eine Religion sein und so weiter. Wir wollen aber die Welt in ihrer Ganzheit wahrnehmen. Und das geht eben über die Sinnbilder. Und es gibt eben auch Sinnbilder, die verboten sind bei uns. Das sind die Zwastiken. Das ist das Sinnbild des Lebens überhaupt. Das bedeutet ewige Bewegung, bedeutet ewiges Leben. Nehme ich eine Bewegung weg, also es steht, stirbt es. Jetzt haben wir hier das Symbol des Todes. Am Anfang konnten sie das gar nicht machen, die Menschen haben da nie mitgemacht. Da hatten sie dieses sogenannte Keltenkreuz, wo noch der Kreis ist. Und alles gleichschenklich noch. Das kann man drehen, wie man will. Diese Symbole bleiben immer gleich. Mach das mal mit dem Kreuz, hast du weiße Magie und schwarze Magie, aber eine Swastika bleibt immer gleich und immer in Bewegung. Das zum Beispiel, das ist das Symbol, für mich das wichtigste Symbol der Dualität, weil man sagt ja, Feuer und Wasser passen nicht zusammen. Auch das ist ein Sinnbild, wie die Scheibenwelt. Weil das Wasser ist weiblich, es nimmt alles auf, aufnehmendes Prinzip. Das Feuer, das explodiert, wenn man so will, das Ebene. Und beides passt zusammen, das männliche und das weibliche Prinzip. Und das ist das Prinzip der harmonischen Ehe. Der Stamm, der dieses Symbol getragen hat, es gibt 144 solare Stammessymbole. Und jeder Stamm der Veden hat eine Aufgabe, dass sie dieses Wissen wahren. Und so hatte jeder seinen Sinn. Und alle haben auf einer Augenhöhe und mit Respekt miteinander, sind sie miteinander umgegangen. Da gab es kein Höher und kein Niederer. Da gab es nur dieses Sein. So, da haben wir dieses Sinnbild der Weltwahrnehmung auf Yujizen. Das ist die russische Bezeichnung für die Schildkröte, die das Wissen, alles Wissen, was sie im Weltall gesammelt hat, weil die schwimmt durchs Weltall, durch die Weltstraße und bekommt das ganze Wissen. Und dieses Wissen wird an uns Menschen weitergegeben über drei Elefanten. Der eine Elefant steht für die Materie, das ist so die westliche Welt. Der zweite Elefant steht für die Idee, die geistige Welt und das Transzendente oder das Mystische oder das, was außerhalb unserer Sinneswahrnehmung liegt oder überhaupt unserer Vorstellungskraft. Ja, aber diese kleinen Wunder und das alles. Und wichtig ist, dass man nicht wie in der westlichen Welt auf Materie baut, dann wackelt man nämlich auf einem Bein. Wichtig ist auch nicht, dass man nur das Übersinnliche macht. Ich sage Stichwort Esoterik, die Materie. Und selbst wenn die das machen, können sie immer noch nach vorne und hinten kippen. Das heißt, da fehlt noch für die Stabilität die Geisteskraft. Nämlich wie setze ich das, bringe ich das ins Leben, die Idee. Das ist so, damit es man auch sieht, ich habe 20, 30 Schildkröten mittlerweile gefunden im Internet. Wollte ich euch nochmal kurz so zeigen. Das ist mein Lieblingsschildkröte. Da gibt es doch irgendwie einen Film, hat mir mal jemand gesagt. Weiß ich aber nicht. Ja? Also das ist ein uraltes Sinnbild und das hat die Kirche dann irgendwann so gedreht, ja, dass dann hier, und sie dreht sich doch und die Erde ist eine Kugel und so weiter. Natürlich ist sie eine Kugel, aber sinnbildlich, solange wir so drauf sind, ey, nur mal eine Scheibe, wo wir flach denken. Ja und nein. Jetzt, ich mache gerne Werbung für Anastasia, muss aber sagen, das ist wieder Anastasia, es ist, ich mache Werbung für das Wissen ihres Stammes. Ja? In dem Moment, wo wir nämlich immer nur ein, oder ich, ist genau das Gleiche. Es ist Mono. Das heißt, ich gebe einer Energie den Vorzug. Und einer Energie den Vorzug geben, dann ist es mit dem Harmonischen vorbei. Das ist immer Monodämon. Monokultur, da können die Krankheiten hin. Wo die Krankheiten sind, sind die Dämonen. Die ernähren sich dann von den Leichen. Ja? Deswegen muss man dann da wieder sprühen. Da gibt es noch mehr Leichen überall. Das ist so, ja, man kann so sagen, der perfide Plan. Ich persönlich habe noch nichts Besseres gehört, als sie reden. Weil ich wirklich das erste Mal Möglichkeiten bekommen habe. Und ich mache das jetzt seit 15 Jahren. Deswegen habe ich das auch beim Rainer in die Kurzvita reingeschrieben. Ich war Manager im Straßenbau. Der, der die schwarze Krake auf die Erde packt, der das auffrisst und verschlingt.
wo die Erde nicht mehr atmen kann, wenn ich da einmal mit einem Straßenfertiger... Stammeserinnerung, das Gedächtnis, Morphogenetik. Der gebildete Mensch kann bildlich denken und seine Wahrnehmungskanäle aktivieren. Dadurch kann er das Wissen weit hinter dem Sichtbaren erwerben. Ein Sinnbild für diesen Weg bezeichneten die Ahnen so. Also es gibt da Märchen in Russland, da sagen die, da kriegt jeder dann immer so eine Aufgabe, also drei Königssöhne, der eine das, der andere das. Und der Dumme, der geht dann los, wenn er das hört, gehe dorthin, keine Ahnung wohin, bring mir das, keine Ahnung was. Und der dumme Ivan, der geht dann los und findet auf dem Weg dann das Hexenhaus. Und weil er so rein und so naiv ist, kann die Hexe ihm auch nichts Böses tun, die Baba Yaga, ja. Sondern die reagiert eigentlich immer nur, bringst du ihr was Böses, ist sie böse, bringst du ihr was Gutes, kriegst du was von ihr was Gutes. Und da reden wir dann auch nochmal irgendwann über die Geschichten der Märchen und die Botschaften und Inhalte. Und das kann man sich als Sinnbild so vorstellen, dass wir Deutschen sind ja auch so und nicht nur in der Esoterik, überall suchen wir danach, wo könnte jetzt, weil wir wissen ja, dass uns was fehlt. Wir suchen in allen möglichen Kulturen nach irgendwo was. Wir reisen sogar durch die ganze Welt und suchen das, was uns fehlt. Und eigentlich hat es nirgendwo jemand gefunden. Und am Ende kommt man dann wieder heim. Manchmal kriegt man sogar eine Krankheit oder Nahtoderfahrung und dann macht es erst Klick. Das heißt, leider ist es so, ist es so, dass wir erst leiden müssen, damit es einen Umdenkprozess gibt. Nur wenn man sich das genau anguckt und auch das, was hier gesagt wird, genau anguckt, dann müssen wir uns ja eingestehen, dass es schon so ist, dass wir hier leiden. Ja, es kann also nur noch besser werden. Und in dem Moment, wo man in den eigenen Frieden kommt, bekommt man Anschluss an das Stammesgedächtnis. Das ist jetzt kein Rezept, was man geben kann, das ist sehr individuell. Das soll eigentlich nur heißen, schau, dass du irgendwo deine Heimat findest, wo du Wurzeln schlagen kannst. Schlagen ist auch doof. Wo du Wurzeln kannst. Weil genau das haben sie uns genommen. Sie haben uns in den Kriegen die Familien zerstört und vor allen Dingen noch schlimmer als die Toten sind die Vertriebenen. Die, die dieses Leben noch kannten. Und da gab es in Pommern und Ostpreußen, da gab es gar kein Geld. Der Knecht, der hatte seine eigene Wirtschaft, der hat da gearbeitet, durfte sich dann auch noch die Taschen vollhauen. Das war gutes Recht. Ja, dann haben sie von den Gänsen dann einer noch wieder an den Gutshof abgegeben, aber die hatten dort kein Geld. Wofür auch? Die hatten was zu essen, ihre Klamotten, ihre Unterkunft, fertig. Und jeder wusste, wie die Hierarchien sind. Das war alles gut, ohne Geld. Also das nur so nebenbei. Ja, vieles wird jetzt da auch, ich habe das jetzt mal so, das ist eigentlich sehr interessanter Teil dieser ganzen Phänomene mit Wahrnehmung, weil wir haben es ja gestern auch gehört, dass die DNS, da war von Licht die Rede. Und genau dieses Licht, oder man könnte eben das auch umwandeln, dass es eine Art Musik gesungen wird oder gespielt wird von der Erbgut. Und russische Wissenschaftler haben da erstaunliche Sachen gefunden und unter anderem auch Ultraschall, dass dieses Licht ausgeht durch Ultraschallbehandlung. Ja. Ich muss allerdings dazu sagen, früher hat man uns gesagt, ja, ehe sich der Mensch daran gewöhnt, muss der Vater, die Mutter, die Großeltern müssen das alles schon gemacht haben, damit die Gene sich verändern. Heute wissen wir, dass wenn du 10 frische Äpfel isst, sich die Gene schon verändern. Oder du einmal an der Zigarette ziehst, die Gene sich schon verändern. Also dieses ganze Bild müssen wir ständig überdenken. Deswegen bin ich auch froh darüber, dass die sogenannten Wissenschaftler und Brüss und so weiter, was die da auch alles erzählt haben, die kommen langsam dem ganzen Geheimnis auf die Spur. Und eines dieser Geheimnisse ist, alles ist Licht, ja, alles ist Energie. Da kommen wir auch wieder darauf. Gedanken sind auch schon Energie. Und Worte, und das ist das große Geheimnis, ist schon Materie, weil es schwingt schon. Und zwar so, dass es Materie beeinflusst. Das hat Abdurchin, Gralsbotschaften, Oskar Bernhard Müller hieß der, glaube ich, der hat schon gesagt, es kommt nicht darauf an, wie wir etwas meinen, es kommt darauf an, wie es klingt. Und es kommt nicht darauf an, ob ich Informatieren schreibe, sondern es Sion klingt. Und Walter redet auch immer von diesen Worthülsen.
die ein Lehr verlassen. Weil was will ich denn erwarten, wenn ich hier leere Sachen sage? Meine Lieblingsbotschaften sind immer, weil die Filme übersetzen von Hollywood, die bringen das ja rein, die ganzen Serien und so weiter. Okay. Hallo? Habe ich heute auch schon gehört? Ja. Halt? Ja, was ist Halt wieder? Ist auch schon wieder tot. Diese ganzen Füllwörter, das ist Mode geworden, da denken wir überhaupt nicht drüber nach. Wir machen's. Weil wir A, viel zu langsam geworden sind, dass wir wirklich wichtige Dinge sagen, richtige Dinge sagen. Wir sind träge geworden, dass wir die Verantwortung für die eigenen Gedanken und Worte übernehmen. Die Gedanken sieht ja keiner. Ja, ich habe das. Jetzt habe ich das gedacht, habe ich mal einen Russen gesagt. Ja, vergiss es. Kannst du nicht wieder rückgängig machen. Ist nun mal so geschehen. Und Anastasia sagt, also Wladimir, der Schriftsteller, fragt sie dann, sag mal, du musst doch verrückt werden mit dem, was du alles weißt. Und wenn du dann noch die Welt siehst, in der wir leben, wie die so läuft. Was machst du denn da, diese ganzen dreckigen Bilder? Da musst du doch wütend werden und dagegen kämpfen. Sagt sie, nee, ich male einfach schönere darüber. Und das habe ich denn gemacht, wenn ich mal mich ertappe mit schlechten Gedanken, weil ich könnte manche auch, muss ich dann immer wieder, weil das kommt ja alles wieder her, ja. Hat er eben auch gesagt, ich hasse nicht die Menschen, sondern ich hasse einfach nur diese Dummheit, dieses Monster, was die Kinder da vergewaltigt. Und deswegen wollen wir eine Schule haben. Und das ist egal, ob 1000 Schulen, wichtig ist eine einzige Schule, eine einzige Siedlung. Das wollen sie verhindern, weil das wäre beispielgebend. Und nicht dadurch, dass wir die größten Autos fahren, weil 150 Familien haben die besten Autos, weil dann nicht jeder zwei Autos braucht, jede Familie, sondern 100 Familien vielleicht nur 10 Autos. Weil man will ja da auch nicht mehr weg von seinem Raum der Liebe. Das heißt, wir sparen und teilen uns das auch. Aber das geht natürlich nur, wenn Menschen Gewissen haben. Weil wenn einer mal das Auto kaputt macht, in der DDR warst du so, das Auto dann wieder in die Garage gestellt. Ich war das nicht. Ja? LPG, den Trecker kaputt, ne, ich war das nicht. In der DDR hat uns allen alles gehört. Was für ein Blödsinn, Volkseigentum. Ist natürlich totaler Schwachsinn, ohne Gewissen. Ja? Und da war keiner dafür verantwortlich, wenn es kaputt war. Es muss uns etwas gehören. Und zwar die Aufgabe, dass wir mindestens 1 Hektar Erde übernehmen und auch vererben können, weitererben können. Und da gibt es dann die nächste Möglichkeit, die uns der Bismarck noch gegeben hat. Also Geld können wir sowieso nicht aufheben, weil jede dritte, also der Enkel, dem wird es dann wieder weggenommen. Aber wir können Vereine mächtig machen. Und der Bismarck hat gesagt, jeder Familie ihren Verein. Und darüber darfst du zwar auch über lange Jahre keine Gewinne aufgrund haben, man muss auch wieder Steuern zahlen, aber du machst dir dann Gedanken, wie lege ich es an? Kaufe ich da jetzt irgendeine Chemiebude und mache die kaputt, damit die was Vernünftiges machen? Kaufe ich da ein neues Vereinshaus, eine Schule? Das heißt, ihr könnt mit einem Verein bestimmen, was ihr mit euren Steuergeldern selber macht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und vor allem, du brauchst 7 Leute für einen Verein. Was bedeutet, was heißt Familie auf Russisch? Sehen ja 7 Ichs. Was sind das? Das bin ich, das sind meine beiden Eltern, meine 4 Großeltern. Oder mein Urgroßvater, mein Großvater, mein Vater, ich, mein Kind, mein Enkelkind, mein Urenkelkind. 7 Jahre. Wenn du einen Verein als Familie hast, dann musst du immer schauen, dass denen es allen gut geht. Da gibt es keine Intrigen mehr. Der Alte kommt ins Altersheim, das Kind kommt ins Kinderheim oder sonst irgendwo was. Du musst im Kleinen so leben, wie es im Großen ist. Und im Großen hatte damals nur Stimmrecht, der im Kleinen bewiesen hat, dass es kann. Das heißt, es hatten nur Familienväter Stimmrecht im Ting, in der Wetsche. Und dort wurde alles einstimmig beschlossen. Könnt ihr euch das vorstellen? 150 Familien, 150 Familienväter wollen eine wichtige Sache entscheiden. Und jeder hat die Möglichkeit, dass er was sagt. Und bevor er das Wort ergreift, sagt er: Ich nehme jetzt den Redestab und ich rede für das Wohl und das Erbe unserer Ahnen. Das sind die Götter, die Urahnen. In dem Moment kann er keine Lügen mehr und für sich was irgendwie
ja? Sondern es geht um die ganze Siedlung, weil die haben alle ein Gewissen und die wissen, die einzelne Stärke ist die Stärke des Ganzen. Kann man sich das vorstellen? Alles andere ist Dämonkratie. Das heißt, einem wird der Vorzug gegeben. Heute sind 50% Nichtwähler. Von den 50% wählen vielleicht 25% die, die mit anderen 25% dann eine absolute, absolut heißt Lösung, Solution, ne? Ab, die ist dann ab, ja, absolute Mehrheit bilden. Blödsinn. Eigenverantwortung heißt genau das, dass wir uns wenigstens auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den Konsens einigen können. Ansonsten können wir alles vergessen. Und das kannst du nur mit Menschen machen, die das im Kleinen schon gezeigt haben. Die am Mann stehen, die Frau muss das nicht machen. Die Frau hütet den Wohlstand, ja, mit ihrem Rock am Herd, das sind alles Sinnbilder. Der Herd ist was die Wärme gibt. Und was wurde daraus gemacht? Seuchenherd, Kriegsherd, Krankheitsherd. Aber da wird das Essen gekocht, da wird die Nahrung, da ist es warm, da ist der Wohlstand. Eva Herrmann ist deswegen rausgeflogen, weil sie sagt, die Frau gehört an den Herd, weil sie das Sinnbild nicht verstanden hat. Hätte sie das Sinnbild erklären können, wäre alles klar gewesen, aber sowas Nazi-Propaganda. Pech gehabt, selber schuld. Also das alles ist ein Geschenk. Und bei mir, damit ich jetzt nochmal auf mich komme, wie das bei mir angefangen hat, ich habe die Bücher von Maigret gelesen, da habe ich das erste Mal Vetrus gehört. Da hat sie gesagt, so, jetzt ist es bekannt. Er hat sowieso schon eine Ahnung, wer ich bin. Ich spüre das. Seine Aufmerksamkeit hier, wie im Herr der Ringe, ne? Das Auge. Seine Aufmerksamkeit ist schon auf mich gerichtet. Und jetzt sage ich es ihm, du hast das schon lange vermutet. Ich bin eine Vetrus. Eine, die das Wissen hat und in der Rus lebt. Gibt doch den Völker Vetarier und so weiter. Ne? Aber dann führt sie dann auch Gespräche mit dem und so weiter. Und das ist, war für mich alles auf Fantasie. Habe ich gesagt, gut, da gibt es eine Lesereise. 2006 sind wir nach Russland gefahren. Vedische Museum. Ich dachte, oh, jetzt hier Helme und Schwerter und Tonscherben und Skelette und was weiß ich, ne? Wie man sich so ein Museum vorstellt. Und dann war das nur ein Museum mit Bildern von Konstantin Wassiljew. Weil der hatte bis zu seinem Tod 1976, da war er ganz, ganz allein auf weiter, breiter Flur, der dieses Wissen hatte. Der war erleuchtet und der einzige Partner, den er gefunden hatte damals, war Richard Wagner. Der hat deswegen extra Deutsch gelernt, damit er die Wagner-Opern versteht und hat bei seiner Musik diese Bilder gemalt. Das war das ganze Museum. Und als er das Bild, den Swarok, gemalt hat, wenn man sich das anguckt, das ist Russland von heute, was brennt an den Ländergrenzen. Das ist die Karte von heute. Ohne Weißrussland, ohne Ukraine, Lettland, Litauen, Estland, was damals alles noch zur Sowjetunion gehörte. Und das brennt. Und das ist auch eben dann die Prophezeiung von Casey, dass da etwas vom Osten kommt. Russland wird brennen und aus diesem Flächenbrand wird ein neuer Stammesbaum erwachsen. Und dieser Stammesbaum wird erklingen, die Glocke, der Stößel, das weibliche Prinzip, das männliche Prinzip wird einen Klang ergeben, dass die Menschen aufwachen. Weil es ist keiner aufgewacht hier. Wenn das der Maßstab ist, schlafen wir alle. Wir sind auf dem Weg. Wir sind wirklich auf dem Weg. Und die gute Botschaft ist, hey, wenn das schon Aufwachen ist, was ist denn wirklich das richtige Aufwachen? Das ist wirklich alles als die ganze Schönheit sehen, auch in dem ganzen Dreck, den wir noch machen. Und wenn das nicht mehr vom Herzen kommt, jedes gelogene Wort, das ist jetzt diese Zeit des Wehles. 2012 war der Wechsel von Marena, also die Veden haben auch ihr eigenes Sternbild, die haben 16 Sternbilder, keine 12. Ist das Zeitalter des Wehles begonnen. Und das ist das Ende der Zeitalter der Hinterlist und jetzt der wirklichen Führungskraft. Weil, wie ich vorhin gehört habe, wird darauf gewartet, dass da jemand kommt. In dem Weg steht, da kommt eine weiße Zauberin. Und ich bin der Meinung, nach dem, was ich in den grünen Büchern gelesen habe, ist das die Asin Anastasia bzw. ihr ganzer Stamm. Und wenn das geklärt ist, wird sich das Wissen für uns alle öffnen und wir erwachen. Wenn man hier die schneebedeckten Bäume sieht, das sind alles Gesichter und Menschen. Das ist die vedische Kultur, die eingeschlafen ist. Das ist das Schöne.
das habt ihr im Film vorhin gesehen, man kann es nicht töten, man kann es nicht verbieten, man kann es nicht verdrängen. Diese Wahrheit kommt immer wieder hoch, wenn die Zeit reif ist. Und seit 2012 wirkt eigentlich nur noch das von diesen Eliten, was wir vorhin gehört haben. Es hält noch nach, aber von der Sache her sehen die ihre Macht schon schwinden. Und die müssen ja wegen ein paar Sachen, müssen die ihren Plan schon ändern. Konstantin hat das gesehen und alles kapiert. Und er hat uns auch ins rechte Licht gerückt, auch was dieser Bruderkrieg, der zweite oder große vaterländische Krieg bedeutet. Ja, dass der Bruder auf Bruder geschlagen hat. Und Hitler wollte schon die Weltherrschaft und vielleicht da was verbessern, weiß ich nicht. Aber allein diese Vorstellung Weltherrschaft und die Leute zu ihrem Glück zwingen, ist nun mal unternehmen. Mit der Swastika kann ich nicht gegen die eigenen Brüder gehen. Und in den Büchern haben wir es drin. Die sibirische Armee hatte auch die Swastika hier drauf. Und auf den Rubelschein 1918 war auch die Swastika drauf. Und Coca-Cola hat auch Werbung mit der Swastika gemacht. Die haben so viel Angst vor dem Symbol, dass sie uns das heute verbieten. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Warum? Weil die Runen und die Swastiken, das sind die Schlüssel für das Ahnengedächtnis. Dann habe ich das nochmal so aufgenommen als Spiele der Götter. Das fand ich so schön, weil bevor ich diese Bilder gesehen habe, war für mich Kunst einfach nur teilweise Mist, großer Mist. Das teuerste Bild der Welt, der Schrei, sowas Hässliches habe ich noch nicht gesehen. Den Picasso verstehe ich überhaupt nicht, was der da malt. Und die Mona Lisa finde ich auch nicht wirklich schön. Und dann habe ich diese Bilder gesehen. Und dann hat jemand im vierten Akt, Beziehung, Musik, Wort und Kunst, gesagt, Hauptziel der Kunst im weitesten und gleichzeitig konkreten Sinne des Wortes besteht darin, dass beim Menschen das Gewissen erweckt wird. Und das, so ist es mir bei diesen Bildern gegangen. Und ich sage euch, diese Bilder ins Leben gebracht, haben bei uns im Heim schon so manchen Dämonen ferngehalten. Wenn zum Beispiel die Lehrerin einen Hausbesuch gemacht haben, haben sie erstmal einen Schreck bekommen und sind nicht viel weiter als Flur reingegangen. Ja. Und es sind da einige Sachen schon passiert, was uns die Menschen so erzählen, vor allem wie auch die Kinder reagieren. Und das, was ich für mich wertvollsten finde, es kommen oft Menschen, die lieben diese Bilder von Anfang an, wissen nicht wieso. Und es gibt welche, das da ist ein böser Mensch. Und dann weiß ich, auf welchem Niveau ich mit ihm reden kann. Das heißt, jeder von euch kann den direkten Draht, und das geht auch am besten, wenn man einen Baum pflanzt, weil das ist eine Antenne. Weil du selber denkst nicht immer dran. Aber dem Baum kannst du diese Aufgabe übergeben. Und du kannst dir deinen eigenen Raum der Liebe schaffen, und dann bist du selber derjenige. Und nicht jetzt durch bla bla bla, sondern durch Früchte. Ja? Die eigenen Kinder. Die anderen werden dann an den glücklichen Augen und dem Strahlen der Kinder nachher erkennen, dass das die Lebensweise ist. Und dann wollen die das auch so haben. Und sogar die, die jetzt hier noch ihre Jungs opfern. Das ist für mich eigentlich im Moment eine wunderbare Zeit. Für das, was ich hier erzähle, hätten sie mich vor ein paar Jahren noch. Ja? Deswegen ist es auch wichtig, dass das alles vorbereitet wird von vielen, vielen, die aufklären. Ja, weil sie haben alle recht. Ja, und es gibt keinen Staat, es gibt kein Land, aber von der Sache her, egal wie wir es nennen, sowas kann es eigentlich gar nicht geben. Sowas wurde erst nötig, als wir kein Gewissen mehr hatten. Und als es keine positiven Beispiele mehr gab, wo man sagt, ja, guckt euch das Land an, das ist auch voller Blüte, wie machen die es? Das ist die Aufgabe der Weißen und vor allen Dingen der Deutschen, das harmonisch machen, gemütlich machen. Aber nicht in diese Länder bringen und auch nicht dulden, dass die hierher kommen. Wir müssen das vormachen, dann können wir deren Probleme in ihrem Land lösen. Das ist doch der Punkt. Aber solange wir Waffen produzieren, wir sind die drittgrößten Waffenproduzenten der Welt, geht es den Deutschen natürlich gut, wenn es Kriege gibt. Gerade hier in Bayern und Baden-Württemberg, das sind die größten Rüstungsbetriebe. Die CSU hat sogar schon gesagt, als jemand gesagt hat, weniger Rüstung von Deutschland, ja, wir hängen da ansonsten mit drin, von wegen, es soll nie wieder Krieg von deutschen Boden kommen. Ja, die Waffen kommen von hier. Da sagen die, wenn das soweit ist, tritt Bayern aus der Bundesrepublik Deutschland aus. Und da war mir das dann klar. Aber Bayern geht es auch so gut, weil sie
gute Menschen haben. Und die guten Menschen kommen auch daher, das hat uns der Direktor von dieser Schule gesagt, weil sie eine andere Rede haben. Wie die Russen haben sie noch die Kraft durch das gerollte R. Die Franken, ja, und Bavaria, Aria. Was ist das für ein Klang? Brr. Oder wir sollen den Sonne laut wieder Sonne sagen. Und nicht das Zischen der Schlange. Kann jeder an seinem Kopf schon erfahren. Summt mal richtig, was da passiert. Zischt mal und merkt, was da passiert. Deswegen Bavaria, Sweets Aria. Ihr habt nicht nur dieses schöne Land und diese schöne Rede. Ihr habt damit auch eine Verantwortung. Und ihr habt nicht nur das viele Geld, ihr habt eben auch die Verantwortung, dass ihr das fürs Gute einsetzt, wie ihr vorhin gehört habt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das Gute bin, sondern helft denen, wo ihr denkt, das bringt die Welt weiter und es macht die Welt schöner. Und dann seid ihr damit dabei. Bringt ihr euer Geld weiter zu den Banken, hat der Kollege vorhin erzählt, was da mit uns passiert. Ja? Und am besten ihr investiert in Baumschulen, damit könnt ihr überhaupt nichts falsch machen. Weil das ist Wachstum. Ja? Also Bäume pflanzen ist mit das Wichtigste. Ich mag Martin Luther nicht besonders. Aber der hat gesagt, wenn morgen die Welt untergeht, pflanzt sich heute noch ein Apfelbaum. Das ist sehr der Mensch steht wirklich über allem. Das ist das höchste Wesen im Universum. Wenn er sich dann dessen auch bewusst ist, dann gibt es kein Verstecken mehr. Und dann gibt es auch keinen Priester mehr, der ihm da hilft. Da gibt es nur noch diese Selbstverantwortung, ich habe die Macht. Und dann muss ich natürlich die Sinnbilder kennen und die Worte kennen, dass ich als erstes, ich überprüfe meine eigenen Worte auf Nutzen, wie wir das vorhin gesehen haben. Jegliches Wissen muss an dem Nutzen gemessen werden. Was bringt es mir, wenn ich über das Geld was erfahre? Ganz einfach. Dass ich das Geld, was ich habe, das wird mir sowieso genommen, um was Sinnvolles investiere. Und nicht denen wieder in den Rachen schmeiße. Die lassen uns sowieso nicht mitmachen. So eine kleine Lichter sind wir da, die lassen uns nicht mitmachen. Fragen gerne auch nachher, ich glaube, ich habe kein Zeitgefühl. Nach fünf. Ja. Nach fünf, wir müssen jetzt Kaffee machen. Kommt der Pause, ja. Dankeschön.